In der Zeit, wo der Hans noch gelebt hat, war ich sicher. Ich habe gewusst, ich habe einen starken Mann und der Hans ist daheim ohnmächtig geworden, hat den Blutsturz im Krankenhaus. Haben wir dann natürlich die Nachricht bekommen, also dass da keine großen Chancen mehr gibt. Und es war ganz schrecklich. Die Leute haben angerufen, anonym natürlich, und haben mir nahegelegt, also dass es doch besser wäre, hier Leine zu ziehen und den Laden zu verlassen. Und ich stand dann plötzlich da als Frau alleine und ja, habe mich da durchkämpfen müssen. Wie wir hier angefangen haben, war die Schillerstraße eine der berüchtigsten Stadtviertel in ganz München. Also Hauptbahnhof und Schillerstraße war ein eigenes Klientel, wo der Münchner normalerweise nicht hingegangen ist. Also da hat es Leute gesagt, Schillerstraße, da gehe ich nicht hin, da wird er noch geschossen. Und der Hans hatte eine Ausstrahlung, das ist unwahrscheinlich. Ich war von der ersten Sekunde an fasziniert. Also als Geschäftsmann war er sehr korrekt, auch sehr streng, aber hatte einen ganz, ganz weichen Kern. Also ein Riesenbaby, Kuschelbär. Wir haben, oder vielmehr der Hans hat 1989 im Leierkasten aufgehört. Das Milieu hat sich damals verändert. Es kam damals diese Welle mit dem Rauschgift nach München. Es waren dann auch viele Frauen dabei, die Kokain genommen haben, die Kokain in den Zimmern hatten. Und der Hans war ein strikter Rauschgiftgegner. Und das war eine Sache, die war nicht mehr zu kontrollieren. Und da hat der Hans gesagt, nein, für ihn ist Feierabend, er hört auf. Und wir haben durch einen Freund dieses Lokal hier gesehen. Der Hans ist mit mir draußen vorbeigefahren, es war damals eine jugoslawische Kneipe, alles düster, Fenster zu, braune so Wollvorhänge, also schrecklich. Und der Hans hat gesagt, komm, wir machen das, wir machen da eine Sportkneipe rein. Und dann habe ich gesagt, nee, ich da rein, nur über meine Leiche erst. Sage ich, alles machen wir, aber in die Schillerstraße will ich nicht. Das mit den Bildern und mit dem richtigen Sportcafé hat eigentlich erst ungefähr 92, 93 angefangen. Wir hatten daheim einen Riesenstreit, weil unser ganzer Keller war voll mit allen Dingen, die hier hängen. Und ich wollte natürlich immer ein bisschen Platz haben, um auch von mir persönliche Dinge zu lagern. Und der Hans hat gesagt, ja, wo soll ich hin tun? Soll ich es verbrennen? Soll ich es wegschmeißen? Da habe ich gesagt, ja, warum hängst du einfach in den Laden rein? Der Hans ist eigentlich die Hälfte vom Jahr durch die Gegend geflogen und hat Leute besucht oder war eingeladen. Ne? Hans war eben bei Kilroy, bei Mohammed Ali, bei Ken Norton, bei Tyson, auch bei den Klitschko-Brüdern, bei Michael Schewski. Also er hat diese ganzen Kontakte schon sehr gepflegt. Nachdem der Hans gestorben ist, hat es einige Leute gegeben, die gesagt haben, wie kannst du jeden Tag in den Laden reingehen, wie kannst du dir jeden Tag die Bilder von deinem verstorbenen Mann angucken. Ich bin die erste Zeit vollkommen kopflos gewesen und wusste auch nicht, wo vorne und hinten ist. Ich wusste auch nicht hier mit dem Geschäft, wie es weitergeht. Und die Schillerstraße ist ja nicht so ein einfaches Pflaster, wo man sagt als Frau, ich mache jetzt da einfach weiter. Die Leute haben angerufen, anonym natürlich. Und haben mir nahegelegt, also dass es doch besser wäre, hier Leine zu ziehen und den Laden zu verlassen. Wir sind angezeigt worden bei allen möglichen Ämtern. Die Mäuse laufen über die Tische, die Kakerlaken fallen von der Decke. Und wir haben uns dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ich habe gesagt, wir machen weiter und wir schauen. Hatte natürlich schon Angst die ganze Zeit. Also, wir haben ja nie gewusst, wir haben ja überfallen, schmeißt uns jemand einen Molotow-Cocktail rein, zündet uns jemand den Laden an und habe dann mit meinem Personal gesprochen. Das Personal hat gesagt, wir stehen, wir sind da und habe dann mit den Behörden gesprochen und die haben gesagt, machen Sie, wir schauen, was Sie tun. Ne? Also ich habe damals nicht gedacht, dass wir so lange hier sein werden. Ich musste auch erst so meine Spur finden. Ich war ja in der Zeit, wo der Hans gelebt hat, war ich hier im Hintergrund. Und ich musste erst lernen, mich mit den Gästen mehr oder weniger richtig zu beschäftigen. Meine Begeisterung zur Gastronomie hat sich eher gesteigert. Wir sollten ja eigentlich im April diesen Jahres hier schon ausziehen, wegen dem Neubau Motel One.
der Neubau hier wird in den nächsten 2 Jahren vonstatten gehen. Also so lange werden wir nicht mehr hier sein. Ich werde auf alle Fälle weiterarbeiten. Also ich bin Zwilling, der Zwilling kann nicht daheim hocken. Also ich kann nicht mit der Nagelschere meinen Rasen schneiden, also das funktioniert nicht. Ich brauche Leute, ich brauche das Gespräch mit den Leuten. Zwilling schnattert gerne.